frisch gefangener Stör, spottbillig. Boah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kommt schon, Leute. Alles muss weg. Plunder, Seehecht, Schellfisch. Ich will nur Munition einsammeln. Nur Munition. Nur Munition. Frisches Gemüse und Trockenware für die Speisekammer. Ich brauche nur die Munition. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen noch ein paar Attentate zu machen. Aber das war jetzt wieder, nur weil er geklippt hat, haben wir wieder ein bisschen Zeit verplempert. Ist ein bisschen blöd, aber willst du machen? So. Da hinten ist auch noch ein Ziel. Wir machen jetzt einfach ein paar Nebenmissionen. Soweit es geht. Und dann machen wir gleich auch die Hauptmission. Ja, Connor schafft das auf jeden Fall hier, diese 200 Meter schwimmen, ja. In diesem eiskalten Wasser. Hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich gehofft hatte, aber... So, jetzt erstmal... Okay. Ja, genau. Mhm. Wir gehen jetzt straight per Schnellreise.
Sehr gut. So, gehen wir direkt zum nächsten Ziel und dann können wir auch schon den nächsten Brief abgeben. Das war komisch. So, und direkt. Wird auf jeden Fall keiner merken, dass ich den da gekillt habe erstmal. Zumindest bis es erstmal ein bisschen riecht, bis er anfängt zu faulen. Also erstmal nicht. Egal. So, nächsten Brief abgeben. Ja, okay. Mehr ist nicht zu sagen. Wäre auch zu schön gewesen. Hier haben wir noch was, genau. Können wir hier schnell reisen irgendwie? Können wir nicht, alles klar. Dann laufe ich eben. Sonst nichts zu tun. Und ich nehme mir das Pferd da hinten. Laufen alle nicht schnell, aber zumindest ein bisschen. Ausreichend. Genau. Ich bin relativ schnell da. Das ist das, was ich will. Das Fort Independence habe ich entdeckt. Das ist hier mal ganz toll. Licht da rein? Nope. Zumindest jetzt nicht. Die kann man nämlich alle ein bisschen erobern. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Oh Gott, die sind alle durchgedreht. Wen meinst du damit? Bitte. Kein Problem, mein Freund. Moment. Okay. Kann man nicht Schnellreise betreiben. Ist doch nicht bei... Noch nicht ganz Boston freigeschaltet, das kommt aber noch im Verlauf der Story.
Ja, aber generell unser Ziel ist ja, die Templer aufzuhalten. Alle nach dem anderen und am Ende kommt mein Vater drin. Also Connors Vater. Ne? Und, ja. Da kann man sich auf jeden Fall mal drauf freuen. Weil, zum Beispiel Charles Lee ist jetzt nicht so gerade der sympathischste von allen. So, wo? Achso, da. Ja, ich habe, als ich die Karte geöffnet habe, ich es gesehen. Aber wir treffen uns mit Sam Adams gleich. Danke. Sehr schön. So. Dann machen wir jetzt die Hauptmission. Auf Johnsons Spur, Sequenz 6. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Alles klar. Zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ich wehre mich besser. Ich schlage sie auf. Und ihr Hummerbuckel! War das schon alles? Zu langsam. Ihr kriegt nicht, was euch nicht gehört.
Endlich Gerechtigkeit. Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken. Bist du wohl auf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben, doch ich werde leider erwartet.